Heute erfahrt ihr etwas über die Aktionen der Kolpingsfamilie Fründenberg. Es geht um das Thema Eine Welt ist möglich, was sich dahinter verbirgt, hört ihr gleich. Wir, die Kolpingsfamilie Fründenberg, machen in diesem Jahr ein großes Projekt. Unsere Aktion Eine Welt, die wir schon seit 30 Jahren gemacht haben, Eine Weltmarsch und davor Eine Welt spenden durch andere Aktionen. Dazu wollten wir jetzt mal was Neues machen. Und zwar haben wir 4 verschiedene Entwicklungshilfepartner eingeladen. Das ist Kolping International, Welfair, der Neven Subotic Stiftung, Rafiki Yangu, Hilfe für Afrika und den Brüdern aus Meschede. Die sollen sich auf einem Podium der Diskussion der Besucher stellen. Unsere Intention ist, dass man ja auch mal die Frage stellen muss, ist eine Welt überhaupt möglich? Unsere Intention war, dass es immer wieder kritische Nachfragen gibt und auch wir kritische Nachfragen haben. Wird die Ungerechtigkeit in Ländern der einen Welt nicht noch viel größer, wenn einige Menschen Geld bekommen und Unterstützung für Projekte und andere nicht? Uwe Schulz wird durch das Programm führen. Er ist ein Moderator, der auch bei WDR 2 und WDR 4 moderiert. Im Vorfeld haben wir viele Aktionen schon gemacht. Angefangen sind wir beim Kolping-Gedenktag mit einem gemütlichen Frühschoppen. Dann haben wir einen Vortrag gehört, Frau und Schwarz. Wir haben Märchen oder Geschichten aus aller Welt gehört. Wir haben gesungen. Jetzt wird es noch einen Gottesdienst geben zu dem Thema. Und das Klimamobil der Kolping-Jugend wird an der Gesamtschule stehen. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie auch im Namen der Kolpingsfamilie herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung. Doch was treibt uns als Kolpingsfamilie an, uns in Fragen rund um die eine Welt zu stellen? Da wir Menschen unserer Zeit sind, wie es gleich im Kolpinglied heißen wird, müssen wir uns den Fragen der heutigen Zeit stellen. Und das ist die ungleiche Verteilung des Wohlstandes auf der Welt. Adolf Kolping sagt, es ist keine Zeit zu feiern, zuzuschauen, gewähren zu lassen, bloß zu jammern und zu klagen, sondern es ist Zeit zu handeln, Zeit zu wirken, und zwar für jeden ohne Unterschied, wie es ihm nach Maßgabe seiner Kräfte und Mittel nur möglich ist. Die Not war einfach da. Also es war 2017, hat er dann Bilder geschickt, da war eine Dürre in Tansania, 2016, 2017. Und da sind dann die Tiere verendet in der Maasai-Steppe. Er hat da Fotos geschickt von toten Kühen, die da lagen, verdurstet, die Mäuler auf. Und nicht nur eine oder zwei, auf dem Foto waren so 10, 12, 15 Tiere da zu sehen, die dann da elendig da verreckt sind. Und dann war uns klar, irgendwas müssen wir machen. Also irgendwie, und das war dann der Beginn, das war dann der Start, zu sagen, ja, da wollen wir was direkt, bei denen wollen wir was machen. Genau, ich habe vor allen Dingen gelernt, dass wenn ich in diesen Ländern unterwegs bin, ich gar nicht so sehr der Gebende bin, sondern ich bin in erster Linie einer, der unendlich viel von den Menschen empfängt. So hat nur meine Perspektive geweitet, gesehen, es gibt eben überall auf der Welt Probleme und gerade so unendlich arme Menschen in einer ganz großen Gastfreundschaft auf mich zugekommen sind,
immer wenn ich in den Ländern unterwegs bin, es gibt immer was zu essen, so einfach es auch ist. Und je einfacher es ist, desto besser schmeckt es eben auch, weil es ist eine ganz große Gastfreundschaft da, von der wir uns auch, glaube ich, gerne eine Scheibe abschneiden können. Und das ist so diese Vielfalt, die ja aus der ich dann eben herauslebe. Klimawandel gibt, der ganz extrem halt in dem globalen Süden zu spüren ist. Und das kriegen wir ja immer mit von unseren Kolping-Geschwistern, wie sehr die unter der Dürre leiden oder dann unter starken Regenfällen, wie stark sich das Klima verändert hat, sodass der Anbau immer schwieriger wird. Genau, wir stehen ja in der Nachfolge eines Mannes, Jesus von Nazareth, der keinen Unterschied gemacht hat, der wirklich offen war gegenüber allen Menschen. Und deswegen bin ich auch froh und dankbar, dass jetzt gerade in den letzten Wochen ist ja ein Papier der katholischen Bischöfe erschienen, das sich eben klar gegen völkische Tendenzen ausgesprochen hat. Also das, was wir hier haben, haben wir, weil andere es nicht haben. Also nicht nur, dass das Auswirkungen hat, sondern da muss man ganz klar sagen, den Reichtum, den wir haben, den haben wir, weil andere ihn nicht haben. Und darauf bauen unsere wirtschaftlichen Systeme immer noch auf. Also wenn wir darüber reden, wo sind Grenzen, wir versuchen die Entwicklungszusammenarbeit, was die Gelder angeht, möglichst klein zu halten, haben aber Aufstockungen in der Rüstung, plus haben immer noch, und da sind wir auch bei Lieferketten oder Ähnlichem, baut unsere kompletten Systeme darauf auf, dass wir die anderen Länder ausbeuten und klein halten. Also das ist, glaube ich, wesentlich. Es ist nicht nur ein wenig Auswirkung, sondern das bedingt sich gegenseitig. Deswegen kann man das natürlich überhaupt gar nicht auseinanderdenken, wo wir auch wieder dabei sind. Man muss diese Dinge zusammen sehen und in Zusammenhängen sehen. Und ich glaube, dass die große Herausforderung für Menschen, die diese Demokratie schützen wollen, darin besteht, das zu moderieren. Denn ich glaube, viele Konflikte, die wir gerade haben, handeln genau davon, zu sehen, dass die Art, wie wir unser Leben bislang gestalten, nach den Kriterien der Nachhaltigkeit schwer so fortzusetzen ist. Und es passen auch keine Klischees. Also nur weil du zum Beispiel ökologischen Kreisläufen verpflichtet bist, musst du nicht zwingend für ein Elektroauto sein, weil nämlich die Platinen in manchen Komponenten dann wieder aus den Minen kommen, in den Kinderschuften in Afrika. Oder unser Elektroschrott dann trotzdem wieder auf Müll halten, irgendwo in Nairobi herumkokelt. Das heißt, es ist einfach eine wahnsinnig komplexe Aufgabe und ich verlasse mich als jemand, der von Informationsvermittlung lebt, ganz oft auf Menschen mit Expertise, die für mich überhaupt erstmal die Informationen sammeln. Die zum Beispiel schauen, was ist denn eine Lieferkette? Wie sieht denn der Nachhaltigkeitskoeffizient eines Produktes eigentlich aus, das ich gerne haben möchte? Ich erlebe die jungen Erwachsenen und die Jugend von heute genauso engagiert wie in den Jahrzehnten vorher. Es muss nur jede Generation den eigenen Weg finden. Und es gibt so tolle Möglichkeiten, sich zu engagieren und sich einzubringen. Und ich erlebe ganz viele junge Menschen, die das machen. Eine Welt ist eine Welt und sie beginnt vor der Haustür und endet nirgendwo. Ihr wärt nicht hier, wenn ihr nicht ein Ausrufezeichen hinter den Satz gesetzt hättet, eine Welt ist möglich. Warum? Weil wir gemeinsam was bewegen können und das gemeinsam im Vordergrund steht. Ich meine das wirklich so. Danke für alles. Wenn ihr unsere Aktion unterstützen möchtet, könntet ihr gerne spenden unter dem QR-Code findet ihr alle Angaben.